Was geht ab, Leute? Seat Leon Cupra R, Fehlersuche geht weiter. War heute mal wieder dran, Ursachenforschung zu betreiben. Und bin mir auch sicher, kann ich vorab schon sagen, ich habe den Fehler gefunden. Und aber eins nach dem anderen. Bin heute noch mal abends mit dem Fahrrad ein bisschen unterwegs, hier an der wunderschönen A5. Ja, was gibt's für mich Besseres zur Entspannung, als den schönen Autos zuzugucken und den Fahrgeräuschen zu lauschen. Und ich nehme euch heute mit. Wie gesagt, es geht los mit der Fehlersuche. Bevor es weitergeht, abonniert den Kanal, lasst vielleicht auch ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen, Fehlersuche, los geht's. Im letzten Fehlersuchvideo habt ihr ja gesehen oder habe ich euch gezeigt, einmal das Zündkerzenbild. Da hat man schon gesehen, okay, die Verbrennung ist wohl zu heiß. Ja, die sind viel zu weiß, die Zündkerzen. Zudem haben die Lokfahrten ergeben, dass auch mein Gemisch, also der Lambda-Wert eigentlich auch zu hoch ist. Also ich habe ein zu mageres Gemisch und das darf natürlich nicht sein. Und deswegen bin ich jetzt mal hergegangen und bin mal mehr in die Motordetails gegangen. Das heißt, ich habe erstmal eine Kompressionsdruckprüfung gemacht, um zu gucken, okay, ist auf jedem Zylinder, ist die Kompression A gut und ist auch ausreichend. Das ist natürlich auch immer eine Sache. Und ja, das Ergebnis, das zeige ich euch jetzt in einem kleinen Einspieler. Zylinder 1. Jetzt kommt Zylinder 2. Okay. Ah, uiuiuiui. Zylinder 2. Okay. Zylinder 3. So, jetzt kommt der last one. Okay. Zylinder 4. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen, Zylinder 2 macht nicht so ganz mit. Die anderen Zylinder 1, 3 und 4 sind eigentlich ziemlich fit. Das passt soweit, gerade fürs Alter. Ich meine, der hat irgendwie 212.000 gelaufen. Also von daher ist die Kompression eigentlich noch gut. Nur Zylinder 2 macht mir so ein bisschen Sorgen. Der ist so, ich würde sagen, fast schon an der Grenze, was den Verschleiß angeht. Da muss man auf jeden Fall mal ins Detail gehen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt den großen Leistungsverlust oder dass dadurch der große Leistungsverlust herbeizuführen ist, den ich habe, ja, weil 35 PS. Es wird einen gewissen Verlust haben, ist klar, aber so viel habe ich nicht geglaubt. Ja, und gut, dann habe ich halt als nächstes Mal, habe ich dann mal hinten Richtung Krümmer alles rausgebaut, das Druckrohr weg. Und da sieht man natürlich auch wieder hier viele Sachen, was weiß ich da, dieses Rohr, was dann direkt auf den Turbo geht. Das zeige ich auch mal, das sieht auch nicht mehr ganz so geil aus. Aber gut, das war auf jeden Fall dicht, das würde ich jetzt nicht sagen, aber das muss ich auf jeden Fall erneuern. Und dann habe ich halt Richtung Krümmer mal geguckt, wie sieht der aus oder bläst da irgendwo was ab. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe da Gefühl, dass da irgendwas undicht ist, so eine Kleinigkeit. Habe eher so Flexrohrvermutung gehabt oder sowas oder irgendeine Dichtung, dass er da abbläst. Und am Krümmer konnte ich selber nichts feststellen. Nur ich blende euch mal ein, was ich dann leider feststellen musste und was ihr jetzt seht. Das ist das Abgasgehäuse von meinem Turbolader. Und ja, ich habe mal einen Mega-Riss im Abgasgehäuse. Und man merkt sogar schon im Leerlauf, wenn man da hinten die Hand mal dran hält, dass da schon Abgase auch rausströmen. Und ja, das wird der Fehler sein, 100%. Der Ladedruck selber, also der Turbo scheint noch auch Ladedruck zu produzieren ausreichend. Das ist nicht das Problem. Nur wenn da auch mal richtig Druck anliegt, da werden sehr, sehr viele Abgase wahrscheinlich an der Lambda-Sonde vorbeigespült. Die kann dann natürlich ihren Sauerstoffrestwert nicht richtig oder kann den nicht richtig messen, logischerweise. Und dementsprechend wird das Gemisch falsch zusammengestellt. Und das ist mein Problem. Also das ist natürlich jetzt schlecht. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hatte ich sowieso vorgehabt, mal einen anderen Turbolader drauf zu klatschen. Nur meine Intention war eigentlich gewesen, als erstes mal
ein gesundes Serienauto zu haben und zu fahren und dann peu à peu Richtung mehr Leistung zu gehen. Jetzt bin ich quasi zu gezwungen. Was heißt zu gezwungen? Ich könnte mir natürlich auch einen ganz normalen K04-Lader jetzt kaufen, einen Serienlader, aber den dann einbauen, dann fahren eine kurze Zeit und dann, was weiß ich, das Ding wieder ausbauen, neuen kaufen bzw. bearbeiten lassen, habe ich auch keinen Bock. Dann überspringe ich halt den Schritt und habe jetzt auch schon mal den einen oder anderen Upgrade-Lader oder größeren Turbolader mir angeschaut und habe meine Auswahl eigentlich auch schon getroffen. Das gibt es aber in einem anderen Video. Das heißt, ihr wisst jetzt erstmal Bescheid. Seat Leon Cupra R Fehlersuche ist für mich eigentlich an der Stelle erstmal beendet. Das heißt, jetzt geht es an die Reparatur, an die Schadensbehebung dran. Das wird dann eines der nächsten Videos eigentlich werden. Nur man muss halt mal gucken, wie lang die Ersatzteile natürlich Lieferzeiten haben. Das kann ich nicht sagen. Es könnten mehrere Wochen sein. Also müsst ihr euch vielleicht noch ein bisschen gedulden. Aber ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was es am Ende geworden ist und wie es dann aussieht, wie es ausgegangen ist. Und danke euch schon mal fürs Zusehen. Ich bin raus für heute. Genug gemacht für heute. Lasst den Abend noch ausklingen. Hier schön im Feld an der R5 entlang. Und ja, danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, nicht vergessen zu abonnieren, Like da lassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Stay tuned. Wir sehen uns. Ciao, ciao.